20 Jahre nach dem blutigen Anschlag auf einen Urlaubsort in Bali ist der Drahtzieher der Tat frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Umar Patek hat erst die Hälfte seiner Strafe abgesessen. Ein Schritt, der in Australien für Wut und Empörung sorgte. Die Regierung von Canberra forderte, Patek weiter zu überwachen. Ich persönlich halte die Handlungen dieser Person für unentschuldbar und absolut abscheulich. Wir haben keine Kontrolle über das indonesische Justizsystem, das ist nun mal so. Aber ich möchte sagen, dass alle Australier heute an die betroffenen Familien und Gemeinschaften denken sollten. Was auf Bali passiert ist, ist eine absolute Tragödie und einer der schlimmsten terroristischen Vorfälle in der Geschichte Australiens. Im Oktober 2002 detonierte vor einem Nachtclub in Kuta Beach eine Autobombe, an deren Bau Patek als einer der Anführer der Terrorgruppe Jemaah Islamiyah beteiligt war. Gleichzeitig sprengte sich ein Rucksackbomber in einer anderen Diskothek in die Luft. Insgesamt kamen 202 Menschen ums Leben, unter ihnen auch 88 Australier.